Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niflheim. Freunde, wir niffeln uns hier durch die Minen und das läuft ziemlich gut. Siegel, Amulette, Erze, es ist toll, es ist toll. Silber und Titan wollen wir noch und das werden wir auch noch finden. Ja, das werden hier Eisenerz haben wir schön gefunden. Titan und Silbererz fände ich noch toll. Ein bisschen Golderz haben wir, aber das reicht mir auch noch nicht, weil wir wollen ja noch ein bisschen die Küche upgraden. Und auch guck mal, schon wieder ein Amulett. Ein Eulenamulett, das finde ich natürlich spannend. Ich habe ja da meine Theorie zum Aktivieren dieser Amulette, dass man da immer was Lebendes mit reintun müsste. Das können wir eigentlich mal probieren. Wir haben doch in unserer Bude haben wir noch einen Frosch ausgesetzt. Den müssen wir uns einfach das nächste Mal fangen und dann mal mitnehmen in die Stadt. Mit unserem Froschamulett. Wobei, einen Hasen haben wir, glaube ich, auch noch im Inventar irgendwo. In irgendeiner Box springt auch noch ein Hase rum. Oder sitzt ganz ruhig und entspannt. Dem geht's gut. Dem geht's auf jeden Fall gut. Und dann wäre das mal eine Option, Freunde. Dein Schloss wird angegriffen. Das ist nicht so schön. Schade. Ach. Mist. Na gut. Ist schade. Finde ich schade. Oh, hier, guck mal, der hat so einen Helm da mit Hörnern auf. Du denkst wohl auch, du bist jetzt gefährlicher. Denkst wohl, machst mir Angst mit roten Hörnern. Da lag er. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, Mann. Gar kein Problem. So. Nun gut, wir gucken mal ganz schnell. Ach, guck mal hier mit der Eiers. Das ist ja super bewegen. Jawohl, alles. Ach, guck mal, hier geht's noch weiter. Natürlich. Wir sollten die Festung noch mal ein bisschen ausbauen. Weil dann hat man ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Luft. Ich finde es natürlich schade, dass ich die Festung nicht selber verteidigen kann. Das wäre natürlich noch mega nice. Ist aber leider nicht. Guck mal. 7 Eier, 7 Karotten. Das scheint hier irgendwie gleichmäßig zu funktionieren. So, Inventar voll. Na toll. Ach, Mensch. Guck mal hier, die Pilze braucht kein Mensch. Die schmeißen wir mal weg. Und dann nehmen wir uns hier noch schnell die Bünsche. Und ich hätte Bock, ja, das Zeug nochmal mitzunehmen hier. Wie Inventar. Oh, nee. Federn brauchen wir nicht. Jo. Zack. So. Aber jetzt hören wir auf, hier uns Sachen zu sammeln, die wir da nicht mitnehmen können. Wir gehen jetzt mal runter. So, warte mal, so ein... Nee, das ist okay. Aber so ein... Oh, 20 Bausteine, 5 Brett, 5 Kupfer waren, das ginge auch. Dann könnten wir hier 3 reinhauen. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Eier, weil Eier brauchen wir ziemlich häufig so für verschiedene Sachen. Und Hühnchen finden wir ja immer. Karottensamen ist immer ein bisschen schwierig. So, den Frosch lassen wir erstmal noch zufrieden. So, wir nehmen uns jetzt mal... Warte mal. Hier haben wir noch ein Hasenamulett. Ja? Das behalten wir mal. Steinkohle. Ja, Steinkohle. Tun wir mal schnell dahin. Ich möchte gerne unsere Erze jetzt mal verarbeiten. Also erstmal gucken wir mal, Freunde. Erstmal gucken wir mal. Wir wollten das hier upgraden. Da haben wir Harzbrett. Titan brauchen wir. Haben wir Titan gesammelt. Ein bisschen Titanerz haben wir gesammelt. Und ein bisschen Titanerz haben wir hier noch. So, wir brauchen... Ja, ich glaube, das könnte knapp werden. Und hat man nicht Titanbarren auch... Doch, wir haben 2. Und wir brauchen 3, meine ich, ne? So, brennbares Harz. So, Bretter, Titanbarren, brauchen wir 3. Das müsste gehen vorne. Das müsste eigentlich funzen. Jetzt müssen wir uns hier erstmal ein bisschen was... ein paar Sachen entledigen, dass wir hier überhaupt was mitnehmen können. So. Dann nehmen wir das mal mit. Titan und das andere war, meine ich... weiß ich nicht, Silber, meine ich. Aber genau weiß ich es nicht. Aber Silberbarren machen wir uns auch mal schnell. Machen wir uns hier erstmal die Titan... Silber machen wir uns auch mal schnell. Ich glaube, das brauchen wir für die Küche, ne? Silber. Schauen wir mal. So, das haben wir schon mal. Und die Dorn machen wir uns auch noch mal. Gucke mal. So, super. Dann können wir das hier gleich... Haben wir die Bretter vergessen.
Ja, Bretter brauchen wir noch. Und dann können wir das Ding hier schon mal aufrüsten. Sehr, sehr schön. Also die Sägemühle natürlich aufrüsten. Zack. Na. Komm mal her hier. So. Zack. Jawohl. Wasserdruckkompressor installieren. Ja, schön. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Goldbarren Seil. 3 Gold. Boah, ginge wahrscheinlich auch. Aber wir gucken erstmal, was uns das gebracht hat. Toll. Hier. Toll. 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 Es ist. Nee, so weit waren wir schon. Hier haben wir eine Schaffalle. Die konnten wir vorher auch schon. Das ist, glaube ich, neu. Silberne Stiefel. Ohne 2, 20, 10. Sind sogar ein bisschen besser als unsere Bärenstiefel, ist ja unglaublich. Dann haben wir hier einen Knochenharnisch aus Ochsenhörnern, Bärenfell und Spinnenfangzähnen. Den können wir verkaufen. Also wir können uns den auf jeden Fall bauen, haben wir ja alles. Das wäre kein Problem. Und wenn man den gut verkaufen könnte, das weiß ich jetzt nicht. Oh, guck mal, hier können wir den Dämonendildo benutzen für den Enkosbeinpanzer. Verteidigung 2, kritische Treffer 20. Das wäre gut, das wäre sogar besser als unser leichter Beinpanzer. Und wir haben das alles, Freunde. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Großer Titanhacke haben wir doch schon. Titanhacke haben wir doch. Langbogen. Grüner Spinnenkokon, Seil und Zweige. Titanaxt, Titanpfeile. Feder 2 Titanbarren. Ne? Titanbarren würde ich da ungern jetzt benutzen wollen. Dämonenschädel haben wir auch nicht. Guck mal, hier kommen wir doch erst in das spannende Gebiet mit Bärenfell, Titanbarren, blaues Herz. Haben wir das? Haben wir doch alles, oder? 3, 10 hätten wir sogar. Aber das andere war, glaube ich, warte mal, das andere war 2, 20, ne? Hier, ne, 2, 10. Ja, na, das wäre ja noch besser. Hier, blaues Herz und Bärenfell hätten wir auch. Und hier, Wolfsfell, Zweige, Seil. Auch kein Problem, können wir uns einen Jägerbogen machen. Ich hab Bock auf einen Jägerbogen. Haben wir einen Wolfsfell noch irgendwie hier rumliegen? Wolfsfell, Zweige, komm mal her. Bretter mal schnell weg. Wolfsfell. Wir haben kein Wolfs... Doch. Wir haben einen Wolfsfell. Wir haben bestimmt auch Zweige. Was brauchen wir noch? Holz oder was? Brauchen wir denn noch? Ich hab's vergessen. Natürlich. Ja, schlechtes ein Seil. Ich hatte es geahnt mit dem Seil. Macht auch Sinn. Wobei, schon mal einen Bogen mit dem Seil gespannt? Schwierig, schwierig. So. Zack. Jawoll. Na prima, das hat sich gelohnt, Freunde, hat sich gelohnt. Wir tun mal hier ein bisschen das Zeug sortieren, ja? Seile können wir nicht benutzen, ja, so ein paar können wir benutzen. Die Seile kommen wieder rein. Wolfsfell kommt wieder rein. Dann kommt das hier wieder hin. Wir müssen mal wieder ein bisschen was verkaufen oder ein bisschen Kisten sortieren. Wir haben hinten noch ein bisschen Rüstung. Den Bogen nehmen wir jetzt erstmal und machen einfach mal benutzen. Wir wählen den mal aus. Ja, finde ich gut. Der hat 20 bis 30 Schaden. Der hat 12 bis 24. Das ist schon mal besser. Kritische Treffer 15 bis 30 hat der 20 bis 30. Kritische Chance 10, Reichweite 600. Kritische Chance 5, Reichweite 500. Also der Bogen ist in allen Belangen natürlich besser als unser anderes Ding. Ach, hier diesen Beinpanzer, ne? Den wollten wir nochmal. Hätte ich Lust. Hab ich Bock drauf. Könnten wir hier noch was upgraden eigentlich? Ich wollte mal gucken. Dann kriegen wir noch was Besseres. Goldbaren Seil, brennbares Öl. Ah, das weiß ich nicht. Mit dem brennbaren Öl können wir bestimmt bei der Alchemie irgendwo herstellen. Aber die müssen wir dann wahrscheinlich erst upgraden. Dann gucken wir uns das mal schnell an. Und machen uns hier... Ah, brauchen wir 2 blaue Herzen. 2 blaue Herzen und ein Bärenfell. Die haben wir, glaube ich, nicht. 2 blaue Herzen haben wir nicht. Jetzt müssen wir hier erstmal nochmal ein bisschen sortieren. So, guck mal. So. Amulette nehmen wir mit. Nehmen wir mit, Freunde.
Die Kristalle müssen wir mitnehmen. Die Zweige bleiben hier. Die waren schon immer in dieser Kiste. Golderz natürlich auch. Das wird gesteckt. Eisenerz bleibt natürlich hier. Silbererz bleibt erstmal hier. Kupfererz bleibt erstmal hier. Und dann müssen wir uns das gleich mal... Also ich muss es mir aufschreiben. Was brauchen wir? Titanerz und Titanbarren. Silberbarren. Die bleiben auch hier. Kristalle kommen mit. Harz nehmen wir auch mal mit. Können wir in die Alchemiekiste oder so packen. Oder zumindest in die Richtung. Amulett nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Jo. Ich glaube, dann ist das okay, oder? Eisenbarren, Eisenerz. Nehmen wir... Kupfer, Silber, Titan, Seil. So. Amulette hatten wir doch, glaube ich, hier in der Kiste auch, oder? Ne, hier haben wir ein Kaninchen übrigens. Doch, hier haben wir ein Eulenamulett, haben wir schon eins. Schmeißen wir das noch dazu. Oder nehmen es mit nach hinten. Die haben wir hinten auch in irgendeiner Kiste. Hier haben wir noch ein paar Samen. Paulus Ei. Mal hier, das passt da noch rein. Finde ich okay erstmal, ne? Dann gehen wir mal, schauen wir mal, was wir brauchen jetzt. Die Kristalle kommen hier erstmal in die Kiste. Und wir wollten ja die Küche noch ein bisschen aufwerten. Da brauchen wir Brett und Steinkohle. Und Silberbarren haben wir noch drin. 5 Brett, 5 Steinkohle. Das sollte funktionieren. 5 Brett, 5 Steinkohle. Gut, wir müssen eh bald mal wieder was kochen, aber... Jetzt erstmal alles ablegen und 5 Brett, 5 Steinkohle. Ich wollte mal wegen des brennbaren Öls schnell mal gucken. Warte mal, So, 5 Brett, 5 Steinkohle, merke ich mir. So, haben wir hier brennbares Öl? Warte mal, hier, das ist Metflakon. Nee. Habe ich mir gedacht, wir müssen die Alchemie mal aufwerten, um hier brennbares Öl zu kriegen, um den Rest dann aufwerten zu können. Brauchen wir, gucke ich auch nochmal schnell, warte mal, 5 Ton, 3 Brett und 5 Eisenbarren. Das sollte aber auch funktionieren, Freunde, dann kriegen wir das brennbare Öl und dann können wir da die Sägemühle noch aufwerten. Hoffe ich, ist zumindest meine Theorie jetzt an der Stelle. So, hier haben wir noch Elixier der Stärke, das können wir hier noch ein bisschen stacken und Elixier des Schutzes kommt dahin. Dann haben wir den uralten Unsichtbarkeitstrank. Den haben wir hier. Hier haben wir noch einen schönen Türkis. Wollte mal nach dem Herz gucken, weil hier war auch so Waffenzeug noch drin, irgendwelche Stiefel. Und Zeug müssen wir halt alles mal verkaufen, ne? Warum nicht? Freunde, wir brauchen es nicht. Auch die Hacke und so. Warum sollen wir das sammeln? Den alten Bogen. Bah. Gar kein Platz. So, Titanbarren behalten wir auf jeden Fall. Silberbarren natürlich auch. So, guck mal hier, großer Sonnenkristall. Granat. Dieses Herz. Achso, und die Amulette haben wir hier ganz hinten wahrscheinlich. Jo, Froschamulett, guck mal hier. Hasenamulett. Froschamulett, das ist ein lebender Frosch. Hier haben wir einen Smaragd und wir haben ein blaues Herz, aber keine zwei blauen Herzen. Na gut, auch noch einen Haufen... Flakons und Rubine. Mann, wir müssten echt... brauchen noch eine Kiste. Das ist unglaublich. Hier ist noch das Eulenamulett. Warte mal. Oh, zumindest zum... Oh, guck mal, hier ist noch eine Hacke. Alter. Braucht denn sowas? So, Eulenamulett kommt hier noch hin. Jawohl. 2 Stück sogar. Nice. Achso, Elixier der Geschwindigkeit. Kann man das nicht noch irgendwo... anschmeißen. Irgendwo reinschmeißen. Geschwindigkeitselixier. Tatsächlich nicht? Nö. Naja, gut, macht nix. So, jetzt brauchen wir für die Küche Bretter und Steinkohle, richtig? Jawohl. Steinkohle, Bretter. Ton und Eisenbarren. Und wir brauchen viele Bretter. Und zwar insgesamt 8. Wir haben nur 4. Jo, wir müssen noch ein paar Bretter machen. Bretter, ja. Steinkohle. Wir brauchen Eisenbarren. Und
Ton. Dann können wir das nämlich gleich upgraden. Machen uns hier nochmal eben ein paar Bretter. Na, komm mal her. Wir wollen ja die Alchemie für dieses brennbare Öl ein bisschen upgraden. Damit wir dann das hier upgraden können. Ja, Upgrading extrem heute hier ein bisschen. Aber das macht ja auch Glückshormone. Ja. So. So. Ich denke, das müsste eigentlich reichen. Ja, das reicht. So, jetzt haben wir die Bretter. Wir haben Steinkohle, wir haben Ton, wir brauchen Eisenbahn. Da müssen wir wieder hier hinten hin. Brauchen wir hier so zum Upgraden. Brennbares Öl auch, siehste. Müssen die Alchemie upgraden fürs brennbare Öl. Jetzt geht es hier erstmal um die Eisenbarren. Die müssen hier ziemlich weit vorne sein. Das ist Kupfer und das ist Eisen. Da brauchen wir 5 Stück, nicht so viele. Das sollte funktionieren. Hm. So. Ja, wir machen mal. Ein bisschen Eisenerz sollte man immer auf Tasche haben. Aber Eisenbarren sind jetzt auch mal ganz gut. Wenn wir schon mal hier sind. Und ich habe mal Bock, nach links zu gucken. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Steintrolle und Gedöns und so weiter erledigt. Warum haben wir hier keine Bilder? Was muss man tun, um hier Bilder dran zu kriegen? Ich weiß es nicht. Schade. Müssen wir den noch töten? Weiß ich das echt noch nicht, was wir schon hier gemacht haben? Offensichtlich nicht. So, jetzt geht's zur Küche, Freunde. Ja. Und da brauchen wir brennbares Öl. Und das gucken wir gleich mal, ob wir das dann bei der Alchemie produzieren können. Ja, das ist hier ein schönes Haustier, oder? So ein Frosch in der Höhle. Ein bisschen nervt er mich auch, aber gut. Den Bogen, den finde ich übrigens ganz elegant. Ja? Mit diesen roten Akzenten. Edles Holz. Zumindest scheint es edel zu sein. Finde ich gut, dass wir das gemacht haben. Trautes Heim, Glück allein, meine Lieben. Ach, guckt mal hier. Das sieht ja auch nice aus. Ja, finde ich gut. Ach, guck mal, Titanbarren. Noch ein Titanbarren, dann können wir hier noch eine Stufe weiter. Jetzt gucken wir erstmal. Brot kennen wir schon. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Törtchen, Honigkrapfen, Moosbeere, trockene Samen, Honig. Geflügelfleisch, Steinsalz, Honig, gebratenes Hähnchen. Na toll. Ach, guck mal, Schaffleisch und Ferkel, Beerenzwiebel. Das ärgert mich ja wieder. Aber hier mit Ei und Samen, Freunde, können wir uns Brot backen. Aber kein Ei. Ach, das haben wir in der Kiste, ne? Ich habe mal Lust jetzt. Trockene Samen. Jawohl. Und die Eier noch. Jawohl. Und dann machen wir uns ein bisschen Brot gleich. Erstmal hauen wir hier nochmal das Ding hoch. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir brennbares Öl machen können. Jo, danke. Das sieht auch nice aus. So, müsste eigentlich hier kommen, ne? Brennbares Öl. Jawohl. Krempling und Zapfen. Alter Falter, Krempling und Zapfen. Und ich schmeiß die Pilze mal weg. Ich habe doch gesagt, die brauchen wir irgendwann. Die Zapfen waren hier nicht, die waren auch irgendwie da vorne. Krempling. Wo ist er denn, der Krempling? Nein, das ist irgendeiner Krempling. Den haben wir nur einmal. Arschen. Ne, hier ist er nochmal. Kann man auch stacken. Also wir haben ihn 4-mal sogar. Krempling? Wie viel brauchen wir denn? Für ein Krempling. Fürs brennbare Öl. 4 Kremplinge haben wir. Und. Einen brauchen wir. Das ist doch gut. Da können wir uns eins noch upgraden. Entweder die Sägemühle oder die Schmiede. Das. Weiß ich nicht genau. Könnt ihr ja nochmal überlegen. Aber ich nehme mal hier alles mit. Dann kochen wir uns oder backen uns noch mal ein bisschen Brot hier in unserem neuen. Ich weiß, es ging vorher schon. Ja, Brot backen. Dann gehen die Samen mal drauf. Das finde ich super. Können wir die mal benutzen.
Sehr, sehr schön. Ja, Freunde, ich backe hier noch ein bisschen vor mich hin. Das ist nicht so spannend. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal das brennbare Öl machen und mal gucken, was wir uns da upgraden dann. Entweder die Schmiede oder das Sägewerk. Ich tendiere eher zum Sägewerk eigentlich. Weil in der Schmiede, da können wir so Waffen machen. Aber Waffen haben wir eigentlich ganz gut gekauft. Oder haben wir jetzt einen Bogen, haben wir schön. Und wir haben auch ein super Schwert und auch gute Schutzpanzer und so Gedöns. Aber so Kleidungsstücke hier, so ein Schutz müssen wir uns nochmal, so ein Beinpanzer. Ein paar Stiefelchen oder so. Das wäre nochmal ganz gut. So, das Brot nehmen wir uns mal mit. So, was können wir denn noch machen jetzt mit unseren Möhrchen und so? Nix, ne? Haben hier alles rausgehauen. Kaninchenfleisch bräuchten wir mal wieder. Haben wir nicht. Aber wir können uns hier noch ein Geflügel machen. Ohne. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.